Hey, was geht? Heute gucken wir uns mal an. Glückliche Fischer haben etwas Unglaubliches gefangen. Klingt interessant. Ich werde es auch gleich aufnehmen, mein Laptop lade noch ein bisschen. Also mache ich in der Zwischenzeit halt mal ein paar Begrüßungen. Und zwar vieles, aber. Okay. Okay. Erster Gruß geht raus an Patrick Pejic. Du hast mich ja gestern getroffen, also. Komm, deshalb bring ich erstmal einen Gruß an dich raus. So. Der nächste Gruß geht an jemand, der in meinem vorletzten Video was gepostet hat. Misseye Kompolat oder Kampolat. Ich hoffe, du erkennst das dann. Ja, Grüße gehen raus an dich. So. Und weil mein letztes Video an meinem Geburtstag war, haben ja viele mir gratuliert, also gehen da auch Dank raus an Ramona, Dania, Ina, Khalid, John, Debiasai, Debiasi oder wie auch immer. So. DJ Bibicho, Cosmo und der Schale Rote Becher. An euch alle gehen jetzt Grüße raus. So. Mann, das ist eine lange Einladung. Mal gucken, wie lange. Oh, schon geht das. Bis gleich. Das sehen wir. Los geht's. Was? Ach, komm mal da. Sei nicht traurig, wenn deine Angelroute viel kürzer ist. Es gibt eine Lösung. Das habe ich kapiert. Wo kann ich jetzt bin? Jetzt wirst du verstehen, wohin dieser Seehund und die Möwen es so eilig haben. Achso. Alter, ein weißer Hai, Alter. Ja, Mann. Ach so, das, was ich in Loch geboren oder was? Geburtstagsgeschenk bekommen hat. Wirklich. Thunfisch. Und es gut sind, oder wie? Weiß jemand, wie diese Zauberei beim Fischen hilft? Keine Ahnung. So sah laut meinem Opa jeder seiner Angelausflüge in seiner Jugend aus. Wieso? Ja, jetzt kommen wir wie so viel raus. Alter Krokodil! Ah, da hätte ich Schiss. Hochzeit. Und andere.
Okay, was haben wir hier? Verstehe ich nicht. Achso, ein Auto oder? Jetzt versuchen wir da halt einen Base zu fangen oder sowas, gell? Oder eine Schildkröte, weiß nicht. Achso, ein Lachs. Alter, weißer Hai. Puh. Ein riesen Viech. Das ist jetzt ein Makrohai. Ich kenne mich aus mit rein. Bisschen. Was haben wir da? Mondfisch hast du, glaube ich, gell? Ja. Schönes Tier. Was haben wir da? Wie ein Tiefseefisch. Alter, ist das gruselig. Morene war das nicht, oder was? Heißt das? Fischen nicht, sondern sammeln eher. Oh. Ich hoffe, ihr hört mich richtig. Ja. Die macht es wohl wirklich Spaß. Ah, chillig. Schön. An solchen Seen sollte man mit solchen Angelruten angeln. Genau. Nachteile einer Überschwemmung, dein Haus wird überflutet. Vorteile... Praktisch. Und hier ist der Grund, warum er sich so freut. Sie hat sich so schön zusammengerollt. Sieht so aus, als würde sie sich wirklich sehr wohl fühlen. Die Jungs brauchten ein paar Minuten, um sie rauszuschmeißen. Eine Boa oder was? Eine Python. Ja, ich hab früher oft solche Filme geguckt, Serien, mit Dokus. Haie, Stangen und Zeug. RTL 2. Früher. Ja, das ist ein Python. Sie hatten Glück, dass sie nicht ihren ganzen Fang mitgenommen haben. Ich sehe, was sie gerade in Florida, glaube ich. Seestange. Sehr giftig. Aber der Fisch ist, glaube ich, auch giftig. Guck dir nur an, was er sich ausgedacht hat. Praktisch. Okay. Ich glaube, da ist kein Fisch drin. Das ist ein einziger Fisch auf dem Grund des Teiches. Oh. Gib uns ein Like, wenn du sie zuerst auf 5 Wochen gehalten hast.
Es gibt viele Essen heute Abend. Krokodil. Oder Keimung, weiß nicht. Hier bin ich auf Zweiteres. Ah, ein Fisch. Was ist das für ein Sack oder sowas? Weiß jemand, ob dieses Monster einen Namen hat? Wes, glaube ich, heißt das. Was ist das? Ah, ein Schwurz. Ein Video für alle, die angeln, nicht für eine Erholung halten. Praktisch. Genial. Diese Videospiele und das Angeln kosten eine Menge Zeit. Du musst dich schon für etwas entscheiden. Nun. Okay. Ich glaube, da passt überhaupt keiner ein. Oh, das war ein Genial. Krieg Hunger? Alter, lecker. Da ist mir der Kartoffel aufgenommen worden, glaube ich. Mann, Mann, Mann. Ein Hai oder was? Er hat sein Schicksal bedingungslos akzeptiert. Nee, das ist ein Pangasius. Sieht aber ähnlich aus wie neu. Ja, Vietnam. Was hier drin? Oh. Da steht die Ausfuhrung am Fisch. Und schon kann er mit bloßen Händen gefangen werden.
Alter, Schaum gebrochen, gell? Ich wollte es zunächst als einen ungewöhnlichen Fang bezeichnen, doch dann sah ich das hier. Ah, Qualle. Wir sind hier, um aus erster Hand einen Blick auf die Fischindustrie zu werfen. Gib mir eins. Und sich für diese Schildkröte zu freuen. Okay, das war's. War ein ziemlich spannendes Video, wie ich fand. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, gebt mir wieder rein. Abonniert mich, wenn ihr es habt. Und wir sehen uns morgen wieder in einem neuen Video. Bis dahin, tschüss. Bye.